17 verschiedene Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind hier in 17 verschiedenen Gärten ausgestellt. Einen gucken wir uns heute mal an, das ist der Industrie-, Innovation- und Infrastrukturgarten, denn dort gibt es eine ganz besondere Attraktion. An Blumenfeldern und an erfrischenden Wasserstellen vorbei findet man nur wenige hundert Meter vom Eingang die entsprechende Fläche. In der unscheinbaren gelben Telefonzelle finden die letzten Feinjustierungen des Erfinders Fabian Lechner statt. Guten Tag. Moin. Wie funktioniert das Ganze denn? Im Hintergrund von dem ganzen Teil hier ist eine künstliche Intelligenz, basierend auf ChatGPT bzw. dem Vorläufer davon GPT-3. Und wir haben das ganze Ding medizinisch so ausgerichtet, dass es im Endeffekt auch Fragen beantworten kann, die man sich eben im Alltag, wenn man hier auf der Buga mit medizinischen Fragen ankommt, stellen kann. Wir haben jetzt heute fast an die 30 Grad schon wieder. Mir ist auch schon wieder den ganzen Tag schwindelig. Jetzt möchte ich dann doch mal von dem da drin wissen, an was es liegen kann. Gerne. Nach einem kurzen Einführungstext und einer Erklärung, wie das digitale Arztgespräch funktioniert, kann man dann direkt mit der ersten Frage zu seinen Wehwehchen loslegen. Tippen Sie auf Sprechen, um Ihre Frage zu stellen und anschließend auf Senden, um mir diese zu übermitteln. Sprechen? Mir ist den ganzen Tag sehr schwindelig. Was kann ich tun? Senden? Sprachlos. Der Gute. Zunächst möchte ich herausfinden, ob der Schwindel durch eine zugrunde liegende medizinische Bedingung oder andere Faktoren verursacht wird. Können Sie mir bitte ein paar mehr Informationen darüber geben, wann der Schwindel begonnen hat? All die Informationen, die Alicia der KI gibt, werden im Hintergrund mit riesigen Datenbanken verglichen. Komplett Wikipedia mit 55 Millionen Artikeln in 180 Sprachen bilden nur 3% des Trainingsdatensatzes. Und tatsächlich, nach wenigen Minuten gibt der KI-Arzt Alicia den Tipp, mehr zu trinken und sich auszuruhen. Keine vollkommen überraschende Diagnose, grundsätzlich aber auch nicht falsch. Die Aussagen, die wir bekommen oder die Sie jetzt bekommen haben, sind nicht immer 100% richtig und auch nicht medizinisch akkreditiert. Der KI-Arzt soll eher unterstützend wirken. So könnten schon bald Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhausambulanzen mit bestimmten Vordiagnosen entlastet werden. Hierzu muss aber noch an der Genauigkeit und Richtigkeit der Antworten gefeilt werden. Der KI-Doktor ersetzt natürlich nicht den normalen Arztbesuch, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, aber dennoch, er ist ein sehr sympathischer, mittelalter Mann, sehr geduldig und jetzt machen wir einfach mal das, was er uns empfohlen hat, was trinken und hinsetzen, vor allen Dingen bei den Temperaturen.